Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, in der letzten Folge ist wieder einiges passiert. Ach so, ich habe jetzt hier eins freigelassen. Ich Idiot, ich Idiot. Ich wollte doch eigentlich noch ein Bäumchen hier reinsetzen. Ich kann es gerade nicht amüsieren. So. Dann würde ich sagen, ich weiß gar nicht, was ich jetzt alles hier oben habe. Nehmen wir mal einen Apfelbaum. So. Brauche ich die ganzen Sachen hier oben nämlich nicht zu gießen. Das habe ich gerade erst abgeholt. Ja, den müssen wir jetzt noch gießen, weil der ist noch nicht fertig. Den setzen wir dann aber auch demnächst nach unten. Mal schauen. Ein Tag, okay. Und die brauchen noch knapp eine Stunde. Dann schaue ich mal auf unser neues Beet. Da bräuchten wir noch Holz für, aber wir haben jetzt auf jeden Fall wieder hier Dings. Kompostbehälter. Also Erde, genau, die haben wir dann wieder. Da bräuchten wir auch Holz für. Schauen wir doch mal. Ich muss das ja links eh frei machen. Schauen wir doch mal, dass ich mich dann hier auch ein bisschen. Ach so, ich dachte, das wäre eine Blume. Ein bisschen darum kümmern kann, noch Holz zu bekommen. So. Schade, dass man jetzt hier nicht mehr großartig gucken kann. Ne? Ja, das wollte ich jetzt nicht, aber okay. Dann nimm einfach anstatt das anvisierte Unkraut, nimmst du halt einfach den Baum. Ist auch kein Thema. So. So. Ja, ich weiß, ihr habt alle Hunger. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie viel Holz ich jetzt eigentlich. Ich glaube, es war schon genug, aber wir nehmen noch einen Baum eben mit dazu. Komm. Was soll's? Nein. Nicht, dass ich hier wieder irgendwas Falsches mache. So. Okay. Dann nehmen wir nochmal ein so ein Blumenbeet. Zack. Setzen das dahin und machen nochmal einen Bienenstock dahin. Passt das jetzt hier? Ja, doch. Und können wir theoretisch noch ein Blumenbeet? Ja, wir können noch ein Blumenbeet machen. Sehr schön. Ich bin am Überlegen. Also hier würde ich schon gerne die Sachen machen, die ich pflanze. Sowas wie Zuckerrohr vielleicht. Also immer so saisonbedingt das, was man wirklich braucht. Zuckerrohr ist ja eigentlich das, was ich jetzt im Moment brauche. Und rechts würde ich dann die Bäumchen reinmachen. Ja, ich denke, das mache ich so. Ich kann jetzt keins mehr machen. Obwohl, ich könnte noch eins machen, wenn ich noch ein bisschen Holz hätte. Da müssen wir doch noch mal kurz gucken, dass wir noch mal ein bisschen Holz beschaffen. Okay, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, 10 brauche ich, ne? Das schaffen wir ja locker mit einem Baum. Also normalerweise schaffen wir es locker. Ich weiß nicht, ob die immer gleich viel bringen. So, dann setzen wir noch ein Gartenbeet hierhin. Beziehungsweise, naja, doch, die könnte ich. Moment, 1, 2, 1, 2. Habe ich aber dann trotzdem eins dazwischen, dann kann ich es auch so machen. Ob ich jetzt da oder da, ist ja im Endeffekt egal. So. Halt, stopp, mit dir haben wir, glaube ich, heute noch nicht gesprochen, oder? Genau. Weather is more than a science to me. Everything is storms, wind and sunny days in its own way. So, du bist auf dem Weg zur Stadt, weil ich glaube, wir können nämlich deine Seide endlich mal machen. Also, erstmal gucken wir, Baumwolle werden wir dann irgendwann von den Schafen bekommen. Dann gucken wir, dass wir erstmal Zuckerrohr bekommen. Dann können wir uns nämlich Limonade machen. So, dann, ich weiß gerade gar nicht, was ich jetzt. Moment, kann man das sehen? Ja, Zitrone, okay.
Ich habe unten einmal Zitrone. Das heißt, hier kommt dann einmal ein Apfelbäumchen hin. So. Und da kommt einmal Granatapfel. Oder nochmal... Nee, wir machen erstmal noch Maulbeerbaum. Zack. So, die müssen wir gießen. Blumen brauchen immer viel Wasser. So. Frage ist... Nee, natürlich hält das nicht noch einmal. Ja, dafür wäre es dann doch ganz gut, wenn wir mal über kurz oder lang die neue Gießkanne holen. So, hier kann ich noch nicht. Ach so, 10 Minuten. Na gut, dann fangen wir erstmal unten an. So, und theoretisch könnten wir jetzt auch wieder neue Beete machen, wenn wir wieder neues Holz hätten. Ah, das ist doch doof. Also ich meine, das ist gut, aber die können wir noch nicht ernten. Und hier unten, doch hier unten habe ich einen Setzling reingemacht, okay. Ich muss aber trotzdem jetzt irgendwo, genau, die Blume muss ich nochmal eben gießen. So, die Frage ist jetzt, die Gießkanne, ich glaube, dafür brauchte ich Silber, oder? Also Kupfer hat auf jeden Fall nicht gereicht, das weiß ich. Ich weiß aber nicht, ob es Eisen war oder ob es Silber war. Oh, what a good purr. Vor allem sagt die das dann auch immer, wo die Katze noch überhaupt gar nicht am Schnurren ist. Aber gut. Dann schauen wir mal hier oben. Ich muss wirklich gucken. Ich meine, wir brauchen natürlich Geld. Das heißt, ich muss auf jeden Fall Fische holen. Aber ich muss auch irgendwie gucken, dass wir noch Holz kriegen. Ist das so richtig? Ja. Weil ich auf jeden Fall noch ein bisschen was ausbauen möchte. Wenn die Sachen dann einmal drin sind, dann ist es ja egal. Ich meine, danach kann man dann ja wieder richtig Geld holen und alles. Von dem, was man, also von der Ausdauer, die man hat, das ist ja alles gut dann. Ach so, das mit den Seidenraupen habe ich jetzt vergessen. Da sind keine großen Fische bei, aber hier ist einmal Schwarzkümmel. Und hier ist nichts. Das heißt, hier wird sonst, glaube ich, nichts mehr sein. Okay. Dann gucken wir jetzt mal ganz schnell, bevor ich das doch noch vergesse. Wegen der Raupe nach. Na? Dauert das noch länger? Ach, das waren 3 Tage. Ich dachte, da wäre noch ein Tag übrig. Na gut, okay. Dann dauert das doch noch ein bisschen, bis ich ihre Quest da machen kann. So, dann gibt es hier noch einen Fisch, der sich nicht fangen lässt. Ach so, ja, ist okay. Ist okay. Aber ich würde schon gerne noch ein bisschen fischen, wenn ich schon mal was sehe. Ich habe zwar noch gut Fischstäbchen jetzt gemacht, aber ne? Man sollte zumindest noch ein bisschen was an Kraft haben hier. Oh! Natürlich. Oh! Ja! So, ein Barsch und ab zur nächsten Kiste hier. Oh, Wesley ist da, sehr geil. Not to get all gushy, but I wonder if I'm still here because I'm boring deep down inside. I guess I just like my routine. It's a good one. Ja, Routine ist eigentlich immer gut, ne? Hallo, Wesley. I like visiting Amira's office, even when I'm not sick. She has such a warm presence. Talking to her is like drinking a perfect cup of tea. Hallo, ich habe auch einen warmen Charakter, ja? Tja. Du sollst mich später heiraten, nicht sie.
I've lived on this island for so long, centuries in human time, and I still find new herbs on occasion. It's astounding. Und das bei so einer kleinen Insel. Also ich nehme mal an, sie meint jetzt hier diese, wo wir jetzt drauf sind, natürlich. Boah, Mann. Irgendwann komme ich hier nochmal durch. Mann, Mann, Mann. Wesley asked me to write a book about caring for creatures. If I could write, I'd do it. Das ist schön. So. Dann habe ich mit allen einmal gesprochen. Dann können wir jetzt wieder zurück. Ist auch schön, dass heute mal alle da waren. Ist hier noch irgendwas, was ich vielleicht... Nee, die haben immer so... Och, dann auch noch Honigkerzen. Auch gerade das Teuerste. Na gut. Andererseits, meine Honigproduktion wächst ja jetzt rapide an. Mehr oder weniger. Es dauert halt alles unheimlich lange, ja. Ich weiß, gut Ding will Weile haben, aber... Ne? Ich bin nicht so die Geduldigste, dass ich jetzt sagen kann, das ist jetzt so toll, da warte ich jetzt wochenlang drauf, dass ich da einmal Honig abbauen kann. Ich meine, wenn das jetzt irgendwas im Garten wäre oder so, ne? Also im Real Life, dann wäre das wieder was anderes. Aber im Spiel, oh, das dauert mir echt viel zu lange. So, Moment, wir haben jetzt drei große. Dann ist das eine groß geworden. Das sehe ich ja jetzt erst. Ah! Du wirst auch noch so groß und stark. Dein Schwesterlein, glaube ich, hat es dir vorgemacht. Ja, es muss ja eine Schwester sein. Bruder kann es ja nicht sein, sonst wird es ja keine Eier legen. Kein drittes Ei? Oder hatte ich das schon? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, ich sorge auch dafür, dass ich euch demnächst dann das Fressen hier holen kann, dass ich das nicht ständig kaufen muss, ne? Ja. Da ist so, oh ja. Moment. Einmal so. Und einmal so. Jetzt rennt die weg. Jetzt steht die Kuh davor. Sag mal, ich wollte... Ja, toll, Kuh. Ehrlich. Ich wollte ein schönes Bild machen. Ich hab Wolle. Meine erste Wolle. Ja. Ich werde Großverdiener. Oh, sehr geil. Dann können wir jetzt auch Kleidung herstellen. Regelmäßig. Das ist schon gut, dass ich Zuckerrohr angebaut habe. Wir brauchen auf jeden Fall... Eigentlich reicht eine Kuh, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Plätze ich überhaupt hier drin habe. Muss ich nicht noch einen von euch? Nee, habe ich beide schon? Echt jetzt? Okay. Dann halt nicht. Dann gehen wir erstmal runter. Thomas, denke ich mir mal, hat auch wieder keine neue Quest, ne? Drum, drum, drum. Er ist auch gar nicht da gerade. Ist aber nicht schlimm. Schauen wir nochmal hier vorbei, dann könnte man nochmal ein bisschen... Oder auch nicht, weil er mal wieder nicht arbeitet. Ah. Immer dann, wenn ich nicht unbedingt was kaufen muss, dann ist er da. Deswegen nutze ich ja die Zeit dann noch aus, ne, um was zu kaufen, wenn ich Geld habe. Und wenn ich dann was kaufen möchte, ist er nicht da. So, Thomas, du hast nichts für mich, dann brauche ich auch gerade nicht mit dir zu reden. Mit mir selber rede ich ständig, aber... Ist hier ein großer Ball? Ja. Okay, den nehmen wir noch mit. So. Es ist wieder so viel Zeit vergangen und wir haben wieder so wenig gemacht. Eine Makrele. Heilige Makrele. Ist das toll. Keine Ahnung, warum man das so sagt. Ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass Makrelen mal irgendwo heilig gewesen sind, aber... So. Da haben wir noch was. Das nehmen wir noch direkt mit. Und wir müssen ja auch noch unsere... Wieso will ich mal Thunfisch sagen? Unsere Fischstäbchen verkaufen. Ja, da ist es mir egal. Dann nehme ich auch dich. Das ist mir... Och, jetzt sind da hinten gerade wieder welche auf.
wieder auferstanden. Und dann gehe ich erstmal dahin, weil dann kann ich da unten die Reihe einmal ablaufen. Ja, dann würde ich sagen, ich schneide das mit dem Angeln jetzt mal eben schnell raus. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich geangelt habe, die Fischstäbchen dann noch kurz gemacht habe und auf bin Richtung Dörfchen. Bis gleich. So, im Dörfchen sind wir schon mal, aber die haben gerade nicht alle Lust zu arbeiten. Na gut, es ist wieder Donnerstag, das ist wieder so ein ganz komischer Tag. Der Surferboy müsste rein theoretisch da sein. Och, jetzt geht er rein. Do you ever worry about your clothes getting meat juice on them? They're so cute. Nah, keep an apron in the back for messy projects. But it's too hot to wear it all day. Was findet die denn bitte an diesen etwas nach Taucheranzug aussehenden Klamotten? Emmy and Finn's drink stand always makes my day. Maybe they'll take over the bar for me when they're old enough. Ja, das wäre doch ganz cool. Du willst ja eh was anderes machen. So, wir kaufen nochmal neue Köder. Damon asked me if I would ever date. Ha! Date who? My Helena was the only one for me. Ja, und meine Oma hätte dich, ups, ja doch, hätte dich auch glücklich machen können. Nehmen wir nochmal 5 dazu. Okay, so viel haben wir jetzt nicht geangelt heute. Kai, ich dachte, du bist arbeiten. Was sitzt du denn hier rum? Man, all I wanted to do was travel when I was a kid. Now my mom sends me a care package and I'm wishing I could hug her. Hallo? Finn gave me a drawing of my chickens the other day. Good, too. Aw, maybe he's warming up to you. Well, that or it's phase one in some epic 10-part prank he's gonna play on me. You really never know with that kid. Haben wir dich jetzt schon gesprochen heute? Ich blick nie mehr durch, wann. Ja, doch, heute schon. Okay. Ach, das ist echt... Wenn man ein paar Folgen am Stück aufnimmt, weiß man einfach nicht mehr, mit wem man gesprochen hat und mit wem nicht. I'm still not ready to date again. Let me live vicariously through you. Anyone catch your eye yet? Ja, ich hab einen. Ich will den heiraten. Aber der will, der weiß noch... Also der weiß schon was von mir, aber der weiß noch nicht, dass ich ihn heiraten werde. Dass ich ihn auserkoren habe, besser gesagt. Ich weiß ja nicht, ob das alles so klappt. Aber theoretisch soll man ihn ja heiraten können. Also von daher hoffe ich mal, dass alles klappt. Every other week Sebastian's in the clinic for something. Between him and Kai, we need a community watch program to make sure they don't get into too much trouble. Ja, die kann ich aber nicht übernehmen. Ich habe auch so schon viel zu tun. So, Kai, Kai, ach, was rede ich denn? I was thinking of asking Kai to teach me how to surf. Oh, really? Well, Kai doesn't swing by the center often, so maybe it's time I meet him where he's at. Ja, also wenn du wirklich surfen lernen möchtest, dann solltest du das tun. Da fällt mir ein, wir waren schon lange nicht mehr am Grab von unserer Oma. Sagen wir mal Mohnblumen, die brauchen wir, glaube ich, fürs Wenigste, ne? Ja. I miss you, Grandma. Passiert ja nichts. Also vielleicht, wenn sie heiratet oder so, vielleicht kommt dann nochmal irgendwie was Neues. Aber so denke ich mir, man wird jetzt nichts großartig passieren. Also nichts Neues kommen. Have you checked out the Consciousness Center yet? Yeah. We accept everyone. Even people whose families didn't come over on the Mayflower. Imagine that. Absolut Wahnsinn. Wenn man hier nicht genug Kunden hat, dann holt man sie sich woanders. Nein. So. Dem haben wir nämlich schon gesprochen. Das weiß ich noch. Das ist nämlich nicht so lange her. So. Haben wir noch irgendwas? Wir müssten ja eigentlich jetzt Unmengen an Erdnüssen haben, theoretisch. Ne? Hier versteckst du dich also. Ich wollte bei dir einkaufen, Trulla. Remember when we used to run a lemonade stand in town and then spend our earnings on ice cream? Yes. Whatever happened to that old ice cream parlor? Oh, the owner retired ages ago. Truth is, it's hard to run a business year-round here.
Naja, kommt drauf an, was es ist. Wobei ich ja lieber Selbstversorger bin. The older Fae don't claim to have friends, but Ariel's always been good to me. Ja, das ist doch schön, Shelby. Ja, habe ich richtig gesehen. Dann nehmen wir den auch noch kurz mit. Für den einen Fisch schneide ich das jetzt mal nicht raus, weil wir laufen jetzt gleich nochmal zurück in die Stadt. Beziehungsweise ins Dorf. Oh. Got one. Na, ich musste erstmal genau gucken, ob das wirklich der Große war. Manchmal denke ich, das ist der eine und dann ist es doch der andere. Okay, so. Wir müssen auch dringend nochmal gucken, dass wir nochmal einen neuen Temposchubzauber machen. Oh ja, und wir müssen heute nochmal Mondblumen holen. Dann würde ich sagen, dass ich dann gleichzeitig auch nochmal mit denen spreche. Ich denke mal nicht, dass da irgendwas Neues ist. Sollte was Neues kommen, schalte ich euch dazu. Ansonsten schneide ich das eben mit raus. My mom sometimes calls me by my sister's name. We don't look anything alike. So. I almost told mom I like fennel, cause it's like licorice. But then I remembered she called raisins nature's candy. I can't deal with another round of that. Ne, du nicht abhauen hier? Kai's always leaving for something new. I want to too, but I'm not sure what I should be looking for. Ja, in deinem Alter ist es auch sehr schwer. Sebastian doesn't really hang around the school much. It's weird being the last big kid. Das letzte große Kind. Achso, nee, da wollte ich doch gar nicht rein. Also wollte ich schon rein, aber die ist hier. Okay. Did you grow up here? Me? No, I'm from Milkwater, the town right across the ferry. Fairhaven may not be as big as Milkwater, but I think that adds to its charm. I like to think of Fairhaven as a work in progress. I'm sure the residents really appreciate that. Ja, wir sprechen mal lieber mit unserer Freundin. Die sagt wenigstens auch mal was anderes. Parker's my favorite customer. No offense to you, of course. He has a passion for flowers I really admire. Hallo? Ich würde auch wesentlich mehr Blumen kaufen, wenn ich die denn aufstellen könnte. Jetzt renn mir nicht weg hier. My wife Vanessa is an amazing teacher and first lady of Fairhaven. She's too good for me. I'm kidding. Why? Have you heard anyone say that? Eieiei. Wieso ist er jetzt raus? Also nee, bei dem müssen wir nichts machen. Aber mit ihm müssen wir noch ein bisschen aufleveln hier. I suggested we mail order our cake. And now Angus is mad at me. But he wants to use buttercream. Fondant is much more elegant. Ach ja, unten waren wir jetzt überall drin. Sie ist nicht da. Vielleicht steht sie ja bei uns noch irgendwo. Hallo? Vielleicht bei uns noch irgendwo davor. Wir können nicht allzu viel machen. Wir können nur einmal aufs Bäumchen draufhauen. Ja, genau, sie steht da oben, wusste ich es doch. Dann reden wir da doch nochmal kurz mit ihr. Oh, Moment. Aber vorher müssen wir noch kurz einen Fisch angeln. Oh. Oh, that one. Ich finde es ja mal wieder faszinierend, wie der Fisch dann so durch den Boden packt und alles. I already know I'm treating myself to Damon's tonight. Sweating in the mines makes for thirsty work. Ja. Ach so, stimmt. Ich habe jetzt einmal geangelt. Ich wollte gerade sagen, das letzte könnte ich jetzt noch in der Mine eigentlich machen, aber ich habe ja nichts mehr. Ja, dann würde ich sagen, dass ich mich... Da ist noch ein Fisch. Gemeinheit. Ach so, das ist für morgen dann quasi. Okay. Dass ich mich jetzt erstmal aufmache ins Wäldchen, dann werde ich die Zeit überspringen, werde mir die Blumen... Ach so, halt, stopp. Wenn wir gerade hier sind, können wir auch nochmal eben ein paar Fischstäbchen machen. Wir können die zwar garantiert wieder nicht mehr verkaufen, weil die wieder zumacht. Das weiß ich doch jetzt schon. Ach, waren nur zwei. Na gut. Ich dachte, wären ein paar mehr gewesen. So, ich kann es nochmal probieren, ob die eventuell bis 5 auf hat.
Wobei, ne, bei meinem Glück wahrscheinlich eher nicht. Wobei, die anderen haben auch noch auf. Könnte vielleicht... Oh ja, doch. Dann verkaufen wir doch noch die restlichen Fischstäbchen. Zack. So, okay. Also wie gesagt, ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich die Zeit überspringe, mir die Mohnblumen besorge und sollte was Neues sein im Wald, also bei den Zauberern, werde ich euch das natürlich noch reinschneiden. Aber ich denke mal, die werden nur ihre üblichen Sätze sagen. Und ja, das muss ich euch jetzt nicht unbedingt antun. Dementsprechend sage ich schon mal danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ciao! Try to not blow off any arms or legs. Gazing into the future isn't the only way of seeing. Sometimes it's just as useful to see into people's hearts. You can build yourself a crystal ball in your sanctum. No one more than those around you is always wise. When crafting an incantation, the most important thing is evoking the very nature of what you're changing. That's where understanding and being clear in your intentions matters even more than the verse itself. The art varies from witch to witch. Don't go near the standing stones. Our coven has kind of a bad history with them. Your grandmother never approved of the masks outside of rituals. She wasn't really the shrinking violet type. And I suspect you're not either, are you? Should I go to bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.